Das Video wird von OneFootball unterstützt. Gönnt euch die App unten in der Videobeschreibung. Yo, Freunde, was geht ab? Mein Name ist Sego und willkommen auf meinem Kanal, Freunde. Ja, Freunde, heute gibt es was Schönes für euch. Und zwar Mo Salah hat seine Secondhand-Form, glaube ich, gekriegt. Ja, seine 92er-Karte für 1,6 Millionen gekauft. Ich habe richtig Lust. 3 Sterne schwacher Fuß, 4 Sterne Spezialbewegung. Mal sehen, ob der heute richtig abgehen wird. Ja, und zwar gegen Tabacco. Was geht ab? Servus, Leute, ich bin's, Mr. Tabacco. Ich freue mich, hier zu sein. Und Leute, die Stimme ist weg. Leute, ich bin ein gebrochener Mann. Ich muss heute das SBB im besten Fall gewinnen. Mohamed Salah, du bist ein guter Mann. Ich liebe den Jungen. Ich liebe den wirklich. Ja. Ich feiere den auch auf jeden Fall. Wenn ihr Salah auch feiert, natürlich jetzt die Daumen nach oben. Übergang, alles Klassiker, was laberst du da? Ja, welche Likes schaffen, was sagst du? Pass auf, Ladies and Gentlemen. Was könnten wir machen? Komm, ich sag mal so, 3333 muss die Community schaffen. Das wäre geil. Das wäre eine gute Zahl. Jungs, ihr liebt es, wenn wir zusammen aufnehmen. Also, gönnt einfach mal 3333 Likes. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten haben wir natürlich bei Tabak was gedreht. Checkt auf jeden Fall aus. Gestern kam das online. Und im Video natürlich verlinkt. Ansonsten, mein Bro, wir können anfangen, oder? Dann legen wir los im Sturm. Seko, ich hoffe, du hast da nichts in der Premier League aufgeschrieben. Kann es sein? Weiß ich nicht. Oh Gott, wir haben Bernardo Silva. Der ist als Mittelstürmer gekommen, deswegen dachte ich mir, da lasse ich nicht lumpen, hoffentlich hast du nicht. Und linker Flügel ist der gute Podence, Rulebreaker, guter Link, gutes Spieler und schmeckt. Ja, mein Freund, ich sag mal so, gestern, für euch ist es dann vorgestern, glaube ich, ja, Toti Rooney, sage ich mal, ist gekommen. Ja. Ja. Ich habe Rooney aufgeschrieben und links dann Barnes. Ey, aber du warst sogar Real Talk, du warst in meinem Head drin, weil ich habe am Anfang mit Rooney so ein bisschen gebaut, aber ich dachte mir so, dann ist Salah nächste Runde schwer zu erraten, leicht zu erraten. Okay, da bist du dran. Ja, du bist. Okay, also, Jungs, heute nicht mal die 4-4-2, sondern 4-3-2-1. Ansonsten haben wir, glaube ich, gefühlt alle die letzten 10 Folgen die 4-4-2 genommen. Aber im Sturm, der ist jetzt nicht so teuer, mein Freund, ja, aber... Ich gehe heute mal mit Martial, seine 84er Karte einfach mal, ja, weil auf der linken Seite spielt der ein Franzose, ja, und zwar das ist der Saint-Maximin, seine Informkarte habe ich am Start. Okay, ich habe Son, ich habe Jota und du darfst beide Cowboys behalten, ja, war ich auf der falschen Fährte, sehr wichtig. So, bis jetzt, Full Team, ja, zweite Runde. Ragazzi, wir gehen rüber in die nächste Runde. Jetzt müsst ihr euch alle ein bisschen anschnallen, weil Zico wird jetzt seinen ersten Mittelfeldspieler bekommen. Ich habe keine Icon aufgeschrieben und ich weiß, du hast ein Icon, deswegen schieß los. Hast du jetzt ein Icon aufgeschrieben oder nicht? Nee, ich habe keine, weil, Bro, welches soll ich erraten? Ich weiß es nicht. Ich glaube, du lügst, mein Freund. Aber ich habe ein Icon, genau in der Mitte. Ja. Und zwar Makalelelelele habe ich. Dann auf der rechten Seite. Okay. Ja, rechts. Gehen wir mit der Inform. Sieht auch schon nice aus, aber der ist ein bisschen zu langsam, mein Freund. Und zwar, dass der Jordan Henderson von Liverpool. Und ja, links haben wir eine Fake-Toti-Karte. Und zwar Fake hier. Okay, so nicht, mein Freund. Ich habe rechts Henderson. Ich habe in der Mitte, ich glaube, als hätte ich die da irgendwo gedacht. Wijnaldum, Henderson, Milner. Ich habe den Liverpool-Move gemacht. Hendo darf gehen. Und ein Bronze-Torwart, der schmeckt schon gut. Den nehme ich auch direkt. Dankeschön. Ja, hast du gut gemacht. Einfach 3 Spieler von Liverpool einfach. So, ich schalte mal rein. Wer ist nochmal dein Icon? Ich hab's gerade vergessen. Ah ja, Makelele. Okay. Pass auf, ich habe auch ein Icon in der Zentrale. Und man munkelt, ich habe so ein Sokrates gezogen. Und ich habe zwar noch ganz viele andere Mittelfeld-Icons, aber irgendwie, ich habe Bock, die nochmal auszuprobieren. Deswegen dachte ich mir, Sokrates, du kriegst nochmal eine Chance. Links gehen wir mit Marquinhos, diese eine Freeze-Karte dann. Die ist auf jeden Fall schmackhaft, wenn ich sie finde. Da ist er. Und rechts brauchen wir einen Link zu Salah. Und da habe ich mich für N'Golo Kanté entschieden. Guter Mann. Ich liebe den. Okay. Digga, das ist mein bester Freund. Ja, auf jeden Fall. Das ist safe dein bester Freund. Du gehst ja jeden Tag mit dem Fahrrad fahren. Ja. Rechts habe ich den Henderson. Ja. In der Mitte Deco. Und links Renato Sanchez. Ja, Mann. Let's go. Gutes Ding. Gutes Ding. Renato war aber gefährlicher Pick. Der war gut. Schade. Egal. Ein Bronze-Keeper muss jetzt reinkommen bei mir. Und dann machen wir weiter, Jungs. Dritte Runde. Die beiden Außenverteidiger. Außenverteidiger. Rechts und links. Wem haben wir denn da? Gucken wir mal. Also, beziehungsweise du. Genau. Ich habe die zwei Spieler hier aufgeschrieben. Yes. Pass auf, was mir gerade einfällt wieder. Irgendwie, ich hätte so Bock in Real Life, ich weiß nicht, was bei dir gerade ist, einfach Pokémon-Karten zu kaufen, gell? Hast du auch gerade so ein bisschen Hype?
Ja, ich gucke mir die Streams mal an von Trimax. Ja, ja, 12.000 Euro Pack Opening. Das ist, ohne Spaß, ich würde jetzt auf Rechtsverteidiger gerne so ein Pikachu hintun, so ein Dragoran oder so, aber am Ende habe ich mich entschieden. Und da genau in der Mitte so ein Glurak, Holo. Am Ende habe ich mich entschieden für eine Secret Rare von James. So ein Ding. Und Linksverteidiger haben wir Kamara, Rule Breaker, aka Holo, Reverse Holo, Digga. Okay, ich habe so eine Schmutzkarte von Cancelo und ja, ich habe Glurak Kozawa auf der linken Seite. Dankeschön, Dankeschön. Darf ich mal. Okay, du bist dran. So, let's go. Dann bin ich mal hier dran. Ein Secret Rare Karte haben wir hier am Start, Jungs. Und zwar, wir haben den Kozawa auf der linken Seite. Ja, ich habe seine SBC-Karte am Start. Und tatsächlich, ich weiß jetzt, teuerste Pokémon, was ich weiß, was ist, jeder sagt, glaube ich, Glurak, Holo oder so. Ja. Oder Dark Glurak, keine Ahnung. Ich habe so ein Holo gezogen, tatsächlich. Und zwar, das ist der Trent, ja? Trent Alexander Arnold. Toti. Ah, was soll ich dir sagen, Sicko? Ich habe links Mondi von Real Madrid und rechts habe ich den trendigen Alexander Arnold. Zweiter Bronze-Spieler und ja, außenverteidiger Bronze ist immer ein bisschen gefährlich. Sag mal, ja, sag mal ich wollte, ehrlich. Ja, ich wollte ein bisschen, dass das Team ein bisschen teuer wird, aber der Herr lässt einfach nicht zu, Jungs. Was soll ich machen? Nee, Digga. Dann machen wir mal weiter, Jungs, die letzten drei Spieler. Wir sind angekommen im großen Finale. Er steht 2-0, was die Bronze-Spiele angeht, und wir gehen rein in die nächste Runde. So, und zwar gerade eben haben wir so geredet und er sagt einfach so laut, ne, Koundé. Ich habe keine Ahnung, warum er das gesagt hat, aber ich gehe mit Koundé, mein Freund. Ja, dann, ich sag mal so, Torwart habe ich gerade eben noch entdeckt. Jungs, ich bin ehrlich zu euch, guck mal, ich habe den Watschlik hier am Start, aber den hole, also ich benutze den nicht, sondern ich habe tatsächlich erst jetzt gesehen. Und zwar Bonu heißt der. Ja, der kommt gleich rein. Den kaufe ich mir jetzt gleich. Hm. Und der rechts, neue Team of Tweak-Karte. Ja. Genau. Und Van Dijk rechts. Toti. Hm. Was? Meinst du ernst? Ja, heute meinst du ernst. Achso. Ich habe Upamecano. Ich habe Costil im Tor. Und ich habe gesagt, wo Seko, also wo wir überlegt haben, was wir jetzt aufschreiben, habe ich gesagt, Koundé ist König. Digga, natürlich schreibe ich den auf, Bro. Der ist drauf. Der ist mir ins Gehirn geschissen. Sehr gut. Das ist, Digga, du bist einfach dein dritter Bronzespieler, gell? Scheiße. Einfach, Scheiße. Einfach. Ich habe deine Verteidigung hops genommen und dein Mittelfeld. Ah, Jungs, ich muss irgendwas snipen hier. Aber rein. Du hast einfach Van Dijk, Mann. Du hast einfach Van Dijk, Bro. Okay. Wir machen weiter. Ich habe, ja, zwei schöne, gute Innenverteidiger. Die haben was drauf. Und jetzt müsst ihr euch festhalten, Männer. Seko, bitte hast du den nicht. Zum einen Jerome Boateng. Zum anderen, ja, ein bisschen so der Typ, der Chemie bringen muss, ist Hernandez vom FC Bayern München. Den müssen wir umdrehen. Und im Tor konnte ich einfach Freestyle einen Bundesligaspieler nehmen. Ich hätte jetzt Team of the Neuer nehmen können. Wäre geil gewesen, aber der ist gefährlich. Deswegen Radetzky, Headliner. Koundé, Diego Carlos und Bonu. Sehr gut, sehr gut. Digga, ich hatte eine gute Abwehr, bin ich ehrlich. Stabil, läuft. Er hat einfach Full Team. Ja, so lobe ich mir das. Ah, Jungs. Lass einfach starten. So, Jungs, dann fangen wir an. Ich muss so unglaublich schwitzen, Jungs. Wirklich, ich muss so krass schwitzen heute. Digga, das wird ein Game. Was ist denn mit der Connection? Digga, meine Freundin nagt, glaube ich, am Internetkabel. Ja, so ist gut. Digga, Bernardo, einfach keine Haare. Oh, Baby! Das, meine lieben Fische, geht in eine gute Richtung für mich. Nein! Makelele. Sie? Ja? Pick hier. Und nochmal. Ja, nein, kommt an. Let's go. 1-1. 1-1. Mein Controller eine ist kleine kaputt. Und ich wechsle sofort meinen Controller. Immer laufen lassen. Was macht der? Schön, schön Potenze. Schön. Jetzt mach ein bisschen portugiesische Samba. Oh, nee, das hat er gut gesehen. Das hat er richtig gut gesehen. So gratis. Let's go. Ah. Nein. Und jetzt. Nein. Mo. Mit rechts, Junge! Mohammed, Mohammed! Scheiße, gut ist der, gell? Aber das war geil, Junge! Okay, was nun? Nein! Na, halt! Oh mein Gott! Was? Was? Ist der, der ist des Geistes! Der hat nicht mal Latten am Zorn! Digga, das ist so spannend! Oh. Ah, Digga, Kanté, was hast du? Sehr stark, komm, jetzt weiter! Achso! Komm, Salah! Kanté macht. Digga, Kanté discarden! Gut? Direkt!
Komm, nochmal. Rüber. Und jetzt. Maxi, bitte. Mach was. Na? Ja. Und schießen. Oh mein Gott. Ja, Mann. Mohamed Salah, Digga. So ein Lenk. Digga. Guter Mann. Finalschuss hat gesessen. Schönes Ding. Ja, Mann, Marquinhos. Ich küsse dein Herz, Marquinhos. Endlich mal. Endlich mal kann er auch was. Marquinhos, nein, gut. Mann. Guter Mann. Schade. GG. GG, Bro. GG. Ah, zwei Picks zwei bei einem Van Dijk. Nein. Bei einem Van Dijk, Digga. Zwei Picks. Oh mein Gott, kommen wir zum Discard, Jungs. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Bruder. Bist du schon soweit? Ich bin soweit, zwei Picks. Hast du schon? Okay. Komm. Okay, zwei Picks. Wir müssen in Seco Set rein. Du hast ungefähr die gleiche Formation wie ich, das heißt, ich muss jetzt nicht auf deine gehen. Aber wenn ich mir überlege, wenn ich du wäre, wo würde ich meine Spieler hin tun? Ich würde sie, glaube ich, nicht ins Tor stellen, oder? Wo würde ich sie hinstellen? Ich hab ein Gefühl, dass du in die Verteidigung gegangen bist. Mit irgendwas. Mit irgendwem. Pass auf. Wir nehmen... Digga, ich weiß, für Eusebio nehme ich den linken Verteidiger und den rechten Verteidiger. Für den Euse damals. Oh mein Gott, Bruder. Oh mein Gott, Bruder. Oh mein Gott. Also die beiden Außenverteidiger? Ja. Ach, mir geht's gut. Mir geht's gut. Also, Rechtsverteidiger, Außenverteidiger. Ja. Ja. Hast einen Bronze getroffen. Ja. Der kann super weg, Digga. Und ja, mein Links-Außenverteidiger tut ein bisschen weh, weil das ein SBC ist. Ich krieg den nicht mehr. Kurzawa. Kurzawa. Oh, okay, okay. Nee, Kurzawa, Digga. Ich sag ehrlich, Kurzawa SBC ist schon ein Win. Ja, aber ist auf jeden Fall ein Win. Digga, bitte ich sag so mir, Schiss, wo ist Salah und wo ist Van Dijk? Schau mal. Salah, Stürmer und linker, ja, Sturm, Van Dijk. Bro, du bist ja geisteskrank. Digga. Da tust so beide in den Sturm. Wenn ich du wäre, ich hätte niemals zwei Spieler so in eine Richtung getan. Das heißt, ich hätte halt oben, unten ein bisschen gemischt. Okay, aber hat geklappt. Ich mach kurz einen SBC für Kurzawa. Yes. So, Jungs. Also, bisschen Glück gehabt. Es tut weh, das ist Kurzawa. Falls ihr Kurzawa gemacht habt, ihr wisst Bescheid, der Typ ist gut. Der kann Fußball spielen. Ja, safe. So, ich gebe mal Kurzawa ab. Glück gehabt auch einerseits, wegen Salah und Van Dijk. Ansonsten, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, die Daumen nach oben. Ja, Tabako, mein Freund, hat sich hier über 3000 Likes gewünscht. Das schaffen wir easy. Ansonsten, checkt nochmal Tabaks Video aus. Ist auch in dem Videobeschreibung verlinkt. Gestern haben wir das aufgenommen für euch. Ansonsten, hast du die letzten Worte, mein Freund? Jungs, hat Spaß gemacht. Ich sag's dir so, wie es ist, wenn du noch einmal Van Dijk gegen mich aufstellst, damit wir fliegen gehen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut's rein, euer Tabak und ciao. Ciao, ciao.